Energy Love Special. Live aus der Arena in Berlin. Dr. Mottes Grand Opening. Live aus Berlin. Live aus Berlin.
Dr. Motte. Das Energy Love Special mit Dr. Motte. Energy Love Special mit Dr. Motte. Energy, the power of music und guten Morgen, Sachsen. Wir haben uns geschalten live nach Berlin und wir befinden uns momentan hier mitten in der Licht- und Liebe-Party live aus der Arena aus Berlin-Treptow. Und hier ist echt das fette Brett angesagt. Hier steppt der Bär im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, wie viele tausend Mann hier in dieser riesigen ehemaligen Busunterkunft jetzt sich befinden. Und Motte ist gerade am Drehen, also wir haben es richtig gut abgepasst. Ich hoffe, ihr habt alle ein 1A Warm-Up gekriegt aus dem Jam in Leipzig mit Kai Trassett. Ja, als Headliner heute. Übrigens, das war Kollege Kutschke neben mir hier. Und das ist Kollege Major neben mir hier in der also, Arena in altbewährter Form im Baucontainer direkt hinter dem DJ-Pult. Ohne Belüftung. Wie immer. Es ist tierisch heiß, zumindest hier oben und auch unten auf dem Dancefloor. Nicht nur, weil die Temperaturen so hoch sind, sondern weil Motte wirklich ein fettes Set legt. Davor habt ihr leider nicht mehr mitbekommen, Afrika Bambaataa von 0 bis 1. DJ Icon hat davor aufgelegt, ab 23 Uhr. Und das Warm-Up hat Tobi Nation heute bestritten. Aber es kommen noch jede Menge. Der Motte bis 2.30 Uhr danach. Danach haben wir Mr. X und Mr. Y on Decks, die ja derzeit sogar in den Charts vertreten sind mit ihrer aktuellen Scheibe. Die sind von 2.30 Uhr bis 3 Uhr vorgesehen. Obwohl, Michael, ich weiß nicht so richtig, ob die an den Plattenspielern sind oder ob die als Live-Act heute. Die machen einen fetten Live-Act. Aha. Und danach aus Tokio eingeflogen, Takio Ishino. Der ist bekannt und berühmt. Er hat mit Westbam im vergangenen Jahr eine ziemlich fette Scheibe gemacht zur Love Parade Release. Die hieß, glaube ich, elektronische Tanzmusik oder so ähnlich. War ein ziemlich spaciges Teil. Und zum Schluss 4.30 Uhr bis 6 Uhr. Also wir übertragen auch bis 6 Uhr. Evil Ninja Moby. Also Moby on Decks hier. Wir lassen euch jetzt erstmal noch die letzten 20 Minuten vom Set von Motte mit euch und eurer Party oder im Auto oder wo ihr auch immer seid allein und halten ein bisschen die Klappe und melden uns dann ungefähr in 20 Minuten wieder, wenn Mr. X und Mr. Y zum Live-Act schreiten.
Berlin. Live aus Berlin. Licht und Liebe. Dr. Mottes Grand Opening. Live aus Berlin. Live aus Berlin.
Thank you.
Thank you.
One world, one future. It's his birthday. It's his birthday. It's not the motto birthday. This is also the 10th anniversary of the Love Parade. The 10th anniversary of the Love Parade. Are you ready for the year 2000? Energy Love Special live aus der Arena in Berlin-Treptow. Das war gerade Dr. Motte mit seinem Set bei seiner Party. Das Ganze ist ja überschrieben Licht und Liebe, Dr. Mottes Grand Love Parade Opening. Und er ist jetzt gerade mit Afrika Bambaataa, der hier von Mitternacht bis 1 Uhr sein Set abgeliefert hat, on stage zu sehen. Und er bekommt gerade zwei überdimensionale Kopfhörer von zwei nicht ganz so überdimensionalen, dafür umso attraktiven Damen überreicht. Und wenn ihr das Ganze live verfolgen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Und zwar mit der oder unter der Adresse www.web-events.de. Wir haben eine Webcam installiert in dem Real-Video-Modus. Könnt ihr das Ganze dann verfolgen. Wir warten auf den Live-Act von Mr. X und Mr. Y. Und wir warten auch auf den Major, der irgendwo hier im Partygetümmel untergetaucht ist und hoffentlich bald wiederkommt. Also, im Moment Afrika Bambaataa und Dr. Motte am Turntable. Sie legen aber nicht auf, sondern sie reden ein bisschen und versuchen, das geneigte Volk hier so ein bisschen zu animieren. Es ist ein bisschen schwierig für mich, hier aus dem Fenster zu schauen. Wir sitzen, wie gesagt, in einem kleinen Baucontainer, der sich so rechts hinter dem DJ-Pult, hinter der Bühne befindet. Und wenn man rausgucken will, dann müsste man schon irgendwie zum Fenster gehen können. Ich versuche das mal. Ich habe Gott sei Dank ein Headset, aber selbst das Kabel reicht nicht so richtig. Jetzt ist absolute Stille. Wenn ich wüsste, was jetzt draußen los ist, aber ich weiß es nicht. Sie versuchen, die Massen so ein bisschen zu animieren. Ich lasse mich einfach mal alleine mit dem, was Afrika Bambaataa und Dr. Motte da zelebrieren und versuche mal mitzukriegen, was eigentlich los ist. Ihr alle seid die Love Parade, nicht ich. Give it up! One nation here! Are you tired yet? Are you ready to go home? You want some more? Do you want some more? Okay, das ist jetzt Afrika Bambaataa in voller Breite. Are you ready for the Godfather of Germany? Are you ready for West Bend? Africa is now! Mr. X! Mr. X und Mr. Y werden angekündigt und dahinter verbirgt sich niemand Geringeres als West Bam und Afrika Islam. Und ja, wir lauschen einfach mal, was passiert. Ich schaue auf meinen Monitor. Wir haben ja zum Glück eine Webcam. One, two. Turn my mic up. Turn my mic up. Turn my mic up. X and Y, say, what does that mean? Mr. X and Mr. Y im Live-Act. Bitte schön. Here we go. Energy Love Special. Live aus Berlin. Do it! X and Y, say, what does that mean? Picking up girls that are only 15. Driving them off in a big machine. Professor in the back just selling them weed. Disaster, but to me, my man, DJ.
Mr. X, Mr. Y, Mr. X, Mr. Y, come on, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, break it, X, Y, X, Y, come on, X, Y, X, let's go, West. Do it!
Das Energy Love Special mit Westbam. Energy, Energy, the power of music live aus der Arena in Berlin im dritten Jahr mittlerweile. Und Stammgast bei uns mittlerweile auch schon hier im Baucontainer in der Arena ist, ja, er hört es nicht ganz so gerne, aber man sagt es immer wieder so landläufig, Mr. Love Break. Dr. Motte, grüß dich und herzlich willkommen bei uns im Baucontainer. Vielen Dank und schön, dass ich hier sein darf und ich freue mich, dass ihr alle zuhört und mit dabei seid. Motte, ich habe heute ein Radiointerview mit dir gehört, da hat dich der Moderator gefragt, was erwartest du denn von der Love Parade? Und da hast du gesagt, boah, gar nichts, ich lasse mich überraschen. Erwartest du wirklich nichts von der 11. Love Parade? Nee, also ich habe halt drüber nachgedacht, wenn ich irgendwas erwarte, kann das ja nicht erfüllt werden. Und aus dem Grund erwarte ich nichts und lasse mich wirklich überraschen, weil das ist das Beste, was ich machen kann für mich selber. Und habe dadurch auch immer eine gute Zeit, weil ich will auch eine gute Zeit haben mit euch allen morgen. Und da freue ich mich total drauf. Ja, nun ist es ja hier in der Arena auch schon Tradition, dass hier das Grand Opening mit Dr. Motte stattfindet. Heute zufrieden mit der Party? Ist okay? Ah, super Stimmung. Ich habe vorhin mit Afrika Bambaataa haben wir noch einen Abklatsch gemacht und jetzt ist gerade Westbam dran als Mr. X und Mr. Y. Das ist auch großartig. Ich habe gerade mein Set gefeiert und mit allen geiles zusammen. Set übrigens. Kompliment. Also hat vielen Dank. Sehr viel Spaß gemacht, auch zuzuhören. Ja, es freut mich, wenn es euch gefällt. Ja. Und mir hat es auch persönlich Spaß gemacht und ich bin gerne hier und ich freue mich, wenn es dann hoffentlich nächstes Jahr auch wieder so sein wird. Aber wie das da drum besteht, das werde ich dann morgen auf der Rede auf der Love Parade sagen. Die Zeiten sind stürmisch in diesen Tagen, was die Love Parade betrifft. Es hat in der Vergangenheit eine Menge hin und her gegeben und eine Menge Stress auch mit der Senatsverwaltung, mit der Bezirksverwaltung und so weiter und so fort. Es ist ein leidiges Thema. Aber ich glaube, wenn man es ernsthaft betrachtet, es wäre ja, glaube ich, Wahnsinn, diese Riesenparty aus dieser wunderschönen Stadt wie Berlin zu nehmen. Siehst du das ähnlich? Also ich sehe das so, dass wir uns jetzt erstmal nach dieser Love Parade zusammensetzen werden, einen großen roten Tisch mit allen Beteiligten. Also das heißt uns, Bezirk und Senat. Und da werden wir dann halt gucken, wie soll es in Zukunft weitergehen. Und davon mache ich das auch ein bisschen abhängig, was jetzt in der Zukunft passieren soll. Ich mache das jetzt nicht davon abhängig, dass wir jetzt in Berlin sind oder nicht in Berlin sind, aber inwiefern wir jetzt selber hier für uns alle die Parade machen. Und wie ich auch schon gesagt habe, wie wir darüber denken und wie ich darüber denke, das sage ich euch morgen auf der Lappenheit. Ja, können wir vor allem die geneigten Sachsen, die es gerne nach Berlin zieht zur Love Parade, die es nicht weit haben, einigermaßen beruhigen. Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen und die Besten sind noch nicht gelesen. Und ich finde, wir haben auch die Aufgabe, für euch da zu sein und für euch zu kämpfen, dass die Love Parade so schön wird wie die letzten Jahre und sogar noch besser wird. Weil wir haben ein ganz einfaches Recht für uns selber und das ist das Recht zu tanzen in unserem Freiraum, den wir uns selber geschaffen haben, mit der Love Parade. Mottes Wort in der Raver Ohr. Motte, letzte Frage, wo kann man dich morgen und vielleicht auch übermorgen erleben hier in Berlin für alle, die sich jetzt gerade auf den Weg machen aus Dresden, aus Leipzig, aus Chemnitz, aus Zwickau? Also ich bin auf jeden Fall morgen den ganzen Tag auf der Love Parade und das ist das Wichtigste an diesem Wochenende. Heute bin ich natürlich hier und ich werde am Sonntag schauen, wo ich dann auch in den Clubs unterwegs bin und ich freue mich mit allen dann Kontakt aufzunehmen und sie zu begrüßen und auch Autogramme zu geben und ich bin auf jeden Fall da in Berlin und werde auch mit allen anderen nochmal feiern. Schönen Dank euch und uns und dir eine schöne Love Parade 1999. Danke, das wünsche ich euch auch. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.
insist. I asked my music teacher if there was anything like this album on the market. He said no, 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 no.